Zahl parat, aber jetzt gerade weiß ich sie nicht mehr. 4. Ja, No Scope, Pro, MLG und so weiter. Und dann auch noch einen durch die Wand. Bin ich ein AWP Pro? Und Jokoso zu einer neuen Folge Counter-Strike Global Offensive. Im Wettrüsten-Modus natürlich und auf Shoots. Wettrüsten macht mir einfach am meisten Spaß. Und Gegner los. Ah, da vorne ist einer. Ach komm! Alles nur Gegner, die gerade Spawnschutz haben. Und ich habe gerade Doppelwege gedrückt und nicht darüber nachgedacht, dass es hier kein... Ach doch, war mein Kill. Mir fällt gerade ein, dass ich mein Headset einstecken sollte. Damit ihr nicht den Sound doppelt hört. So. Und mich jetzt wieder aufs Spiel konzentrieren sollte. Wo ist der Typ jetzt hin? Ich bin gerade leicht verwirrt. Ah, da ist er ja! Oh. Na, scheiße. Ich möchte nur meine KD angucken. Oh ne, das sollte ich nicht tun. Da habe ich ja schlechte Erfahrung mitgemacht, darauf zu gucken, ne? So, erwischt. Ne, das war gar nicht mein Kill, hä? Wieso war das nicht mein Kill? Ach, scheiße. Hm? Ne, das war nicht mein Kill, komisch. Wer hat denn da den Kill gestealt? Immer diese Stealer. Na, was mache ich denn? Wieso hocke ich mich hin? Manchmal verstehe ich meine Spielweise nicht. Ach, scheiße, da oben. So, hätte ich ihn jetzt nicht erwischt, wäre das doch scheiße gewesen. Ah, da vorne ist einer. Was mache ich denn? Ich muss Einzelfeuer machen. Gut, ist heute meine erste Runde, aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass erste Runden immer besser sind als nicht erste Runden. Das ist ein toller Satz. Ich weiß. Ja, ich bin der tolle Sätzeformulierungs-Pro. Mhm. Das mag ich. War da nicht gerade jemand? Doch, da ist einer. Erwischt. Ja, scheint sich auch gerade mal wieder als sinnvoll herauszustellen. Warte mal, ich sehe meine KD nicht mal. Sie ist auf jeden Fall positiv. Sie ist gerade nicht so super, aber... Ach, Mann. Ich habe 2 Assists. Nee, 3. Na! Na, scheiße. Oh, scheiße. Was sind bei denen los? Voll die unfairen Teamplayer. Dagegen 4 auf einmal. Wie haben die es geschafft, sich da so zu versammeln? Sich so gut abzusprechen, dass sie sich da so in so einer heftigen Gruppe versammeln. Ach, komm. Echt jetzt? Really? Ich habe ihn vorher fast totgeschossen und dann kriegt den Kill tatsächlich noch jemand anderes. Mal wieder eine ziemliche Assist-Runde, habe ich das Gefühl. Wie immer bei mir eigentlich. Meine KD ist positiv, aber ich habe auch noch ein paar Assists dazu. Oh. Hä? Ja. Habe ich nicht gerade schon Ärger gedrückt? Oh. Scheiße. Au! Oh. Ah. Puh. Aber sonst eigentlich eine ganz gute Runde, würde ich bisher sagen. Ja, hat sich ja sinnvoll herausgestellt, dass ich diese bereits aufgenommen habe. Oh, kommt. Bitte kommt her, Gegner. Ich habe echt keine Lust auf diese Waffe. Da vorne war gerade einer. Da ist einer. Scheiße! Aha! Diese Scheißwaffe. Oh, ich habe nicht mal den Kill bekommen. Sehr guten Kill. Wie mich messert gleich jemand, wenn ich noch einen Kill mache. Okay, Mac 7 ist jetzt auch nicht so ganz meine Lieblingswaffe, aber sie ist schon besser, würde ich sagen. Als die, obwohl, abgesägte Schrotflinte, bin mir nicht mehr sicher. Oh, der hat sich an mich gerecht. Ja, gut Deutsch. Und Scho? Ah, scheiße. Da hat er ein Stück schneller reagiert als ich. Ja, weg ist er. Und jetzt habe ich eine G3 SG1. Nicht gerade das Beste in dieser Situation. Hab auf jeden Fall... Oh, scheiße.
War keine gute Stellung für eine G3 SG1. Ach, schade. Ich dachte, ich schieße ihn vielleicht durch zwei Wände durch, aber ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich weiß, dass man durch Wände durchschießen kann, und ich weiß, dass man auf dieser Map durch eigentlich jede Wand durchschießen kann, aber ich weiß nicht, ob es auch durch zwei klappt. Tja. Und ich weiß auch, dass ich gerade schon unglaublich viele Schüsse verschwendet habe. Obwohl man mit einem Magazin dieser coolen Waffe hier... Oh, scheiße. Eigentlich kann man mit einem Magazin der G3 SG1... Hä, wo ist der? Ach, da hinten! Ich dachte, aus irgendeinem Grund, der wäre dort irgendwo in der Richtung. Dann kann mit einem... mit einem G3 SG1 Magazin... Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Menge... Ah, scheiße. Eine Menge Kills machen. Sonst habe ich da immer eine ziemliche... Ziemlich eine Zahl parat. Aber jetzt gerade weiß ich sie nicht mehr. 4. Ja, No Scope, Pro, MLG und so weiter. Und dann auch noch einen durch die Wand. Bin ich ein AWP Pro? Eigentlich nicht. Ich mag die AWP eigentlich nicht. Yay! Oh, hallo Leute! Oh. Der dominiert mich. Also echt. So schlecht ist meine KD doch eigentlich gar nicht, dass ich dominiert werde. Warte mal, ist das diese allerdings da? Ah ja, das ist die P2000. Yay, cool! Direkt schon. Ah! Eine meiner durch mein Case-Opening bekommenen Waffenskins, was auch immer. Oh, und diese Runde ist schon zu Ende. Eigentlich wollte ich nur eine aufnehmen, aber ich habe keine Lust, jetzt nicht noch eine aufzunehmen, ehrlich gesagt. Meine KD ist immerhin positiv am Ende jetzt noch gewesen. Immer diese Waffen, die einen aufhalten. Aus irgendeinem Grund bin ich diesmal mit der AWP aber so gut weitergekommen. Na gut, ich gehe mal mit auf Shoots, dass wir direkt noch eine Runde auf Shoots spielen. Mag ich zwar insgesamt immer nicht so, aber Shoots mag ich inzwischen doch ziemlich. Mochte sie am Anfang, glaube ich, nicht so sehr, weil die so gespiegelt ist, aber inzwischen mag ich sie. Oh. Ja, wenn ich meine KD mit denen von manch anderen Leuten im Raum vergleiche, würde ich mich fast schon als gut zählen. Und das ist mir ziemlich unheimlich. Die X-1040 Rotwind ist extrem durchschlagskräftig und sehr nützlich auf kurze Distanz. Allerdings treffen sie auf lange Distanz mit Pech. Ach so. Das sie bezieht sich nicht auf die Waffe, sondern auf den, der das liest. Werten sie ihre Waffe mit jedem Abschuss auf. Und das stimmt nicht mal, weil man nämlich sie nur mit jedem zweiten Abschuss aufwertet. Sieg um jeden Preis. Sieg trotz allem Schrecken. Sieg, wie lang und beschwerlich der Weg auch sein mag. Denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Winston Churchill. Nee, weil ich gerade schon... Obwohl... Na... Egal, ich bleib einfach Terrorist. Ich bin immer Liberty. Allein schon aus Prinzip. Na. Ja, ist der Down vor ersten Kill. Ist niemals ein gutes Zeichen. Und jetzt direkt nochmal zu sterben, ist es recht ein gutes Zeichen. Keine Ahnung, ob ich ihn so treffen kann. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber ich versuche es mal einfach. Da war einer. Erwischt. Na, was mache ich denn? Nicht unter seine Füße zielen. Wenn, dann schon auf seine Füße zielen. Aber selbst das lohnt sich nicht. Hallo? Anywhere some openings? Ja. Na, hier aber nicht. Ah doch, da ist einer. Na, was mache ich denn? Oh, ich habe ihn sogar noch gekriegt. Wenn ich mich so schlecht spiele... Wenn ich so schlecht spiele wie das gerade, dann frage ich mich doch manchmal... Sind... Also anscheinend gibt es doch Leute, die schlechter sind als ich. Weil ich bei sowas wie gerade dann manchmal einfach so scheiße spiele. Kommt mir auf jeden Fall selber so vor, aber anscheinend ist es gar nicht unbedingt so schlecht, weil... Scheiße, leck. Weil mich die Leute, gegen die ich gerade kämpfe, dann auch nicht töten. Ach, scheiße. Was, da hat jemand schon die AK-47? Boah. Du weißt, was ist ein CT? Ich weiß gar nicht, wie früh die kriegen. Und ich habe gerade mitten auf seine Eier geschossen und nicht auf seinen Kopf. Was mache ich denn? Also Eier ist eigentlich noch schmerzhafter, aber... Obwohl. Naja, nee, wenn eine Kugel den Kopf durchtrifft, steht er nicht grundlos in TTT, no time to scream, weil man ist sofort tot. Dann denke ich, ist ein Schuss in die Eier schmerzhafter. Als einer in den Kopf, bei dem man instant tot ist. Guck, sowas, wieso hat er mich nicht getroffen? Früher habe ich mich immer gefragt, wieso treffe ich nicht, und inzwischen frage ich mich, wieso treffen meine Gegner eigentlich nicht. Da frage ich mich jetzt, wieso treffe ich?
Wie habe ich das gerade gemacht? Ich glaube, dass ich gerne Stealth Games spiele. Hilft meiner Reaktionsgeschwindigkeit manchmal. Also ich meine, dass ich manchmal so schnell reagiere. Scheiße. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt hat er mich da doch ziemlich schlecht getroffen. Oh. Hab nicht gewusst, dass dein Gegner hinter mir steht. Ich muss unbedingt wieder zu Ivory kommen. Zu P2000. Nein! Nein! Nein. Die Schüsse. Ah, habe ich Angst vor. Ah, nein. Getötet bin ich jetzt und so. Und das war eine X-1040, gegen die ich auf die Entfernung durchaus sehr vorsichtig sein muss. Nee, da oben ist anscheinend kein Gegner mehr inzwischen. Endlich. So. Ich gehe mal davon aus, nein, mit dieser Waffe brauche ich keine 3 Schüsse, aber dann ist es irgendwie doch so. Dann lade ich lieber nach. Wenn ich gegen Gegner 3 Schüsse brauche und dann einen verschieße und nur 3 Magazin habe, ist das ziemlich scheiße. Scheiße. Ja, das ist die X-1040 ist natürlich sehr viel besser. Nein, ich möchte jetzt nicht wegen dieser Scheißwaffe schon wieder meine KD runtergezogen haben. Wie in der einen CSGO-Folge, die aus irgendeinem unbekannten Grund kaum Aufrufe und gar keine Bewertungen hat. Na. Was? Ja, gut. Was habe ich auch gemacht gegen die G3? SG1 auf die Entfernung. Ah! Diese scheiß Mac7! Ich hasse sie mal wieder. Ich werde sie einfach nicht los. Wie auch. So ungefähr genau jede Waffe ist besser als dieses Scheißteil. Und erst recht jede andere Shotgun. Ah, ein Messerer. Oh, sehr gut, dass ich ihn noch erwischt habe. Das wäre jetzt doch ziemlich scheiße gewesen. Ich will nämlich... Ja. Direkt 2 Kills. Ah. Dass ich gleich sterbe, dachte ich mir erst recht bei dem, was ich da gerade gemacht habe. Aber davon bin ich auch ausgegangen. Weil ich hatte sowieso kaum noch Leben. Ah, nein. Nein, was mache ich denn? Das war so scheiße. Ich dachte immer, die G3 SG1. Komme ich gut mit klar. Ah nein, nein, ein Messerer. Ah nein, und nein, ich bin im Scope mal wieder festgehangen gewesen. So, erwischt. Ah. Okay. Und jetzt bitte auf Arbeit zur positive KD. Auf zur langen Reise zur positiven KD. Oh. Ich bin tatsächlich einer der eher besten, der viertbeste. Bin ich aktuell vom Level her. Ja, ich habe schon die P2000 Ivory erreicht. Das ging schneller als letzte Runde, habe ich das Gefühl. Also die P2000 allgemein, aber Ivory sage ich dazu, weil ich mich... Eigentlich mag ich ja den Skin nicht. Ich finde ihn wirklich nicht so wirklich gut aussehend, aber trotzdem freue ich mich darüber, jetzt mit einem Skin spielen zu können, den ich vor kurzem gewonnen sozusagen habe. Oh, was ist denn hier los? Überall Gegner. Und ich bekomme meine KD, glaube ich, nicht mehr so schnell positiv. Leider. Na, was? Nein, ich wurde gemessert. Das kann doch nicht sein, oder? Ah, gut. No problem. Bin schon wieder so weit her. Habe ich gerade 2 Kills gemacht? Nein, nein, kein Messerer. Nein, kein Messerer. Nein, kein Messerer. Bloß kein Messerer. Ich weiß nicht, ob schon jemand die Goldmesserstufe erreicht hat, aber... Scheiße, ja, der hatte die Goldmesserstufe erreicht. Und jetzt ist auch schon diese Runde zu Ende, aber noch eine nehme ich nicht auf. Ja. Dementsprechend, diese Runde ist meine KD leider nicht ganz so gut, aber auch okay. Jedenfalls war es das dann jetzt mit dieser Folge CSGO, wieso auch immer ich so langsam gesprochen habe, gerade rede ich jetzt wieder ganz schnell, also nicht den Daumen vergessen, bis zum nächsten Video. Konnichiwa auf der Endcard. Wenn ihr oben rechts hinklickt, kommt ihr zur Counter-Strike Global Offensive Playlist und wenn ihr unten links hinklickt, kommt ihr zu einem zufälligen von der Kreuz neuesten Videos. Wenn euch das Video gut gefallen hat, dann gebt ihm noch einen Daumen nach hoch und abonniert vielleicht, indem ihr direkt hier oben links hinklickt. Ja, dann matane.